War eigentlich was mit Tifa? Du bist unverletzt. Hier, sieh doch. Da. Hat sie was gesagt? Das... Was ist? Ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Willst du etwa Blutkönigin spielen? Ach du meine Güte, du siehst aber stark aus. Was geht mit dem? Ich hab Angst. Hey, schau nicht so kritisch. Ist es etwa verboten, Gefühle zu zeigen? Oh mein Gott. Mein Name lautet Flenny. Je mehr ich flenne, desto stärker werde ich. Okay. Heul mir nach deiner Niederlage nichts vor. Okay. Ja. Und das? Jetzt konnte ich gar nicht genau gucken. Auf alle Fälle gibt es ja auch eine Belohnungskarte. Mal schauen. Wollen wir irgendwas austauschen? Nö, oder? Wieso haben wir die jetzt ausgetauscht? Egal. So, wir können nur einen Rang setzen. Ich meine, es ist ja schon gut, dass wir anfangen, oder? Ja, das Mittelding hat der jetzt gekriegt. Jetzt haben wir das aber. Verstehe ich nicht ganz. Auf alle Fälle haben wir. Neutralisieren sich die Karten dann manchmal? Gar nicht so genau. Auf alle Fälle sind wir, was die Punkte angeht, ich glaube, der macht uns nass. Das. Warum setzt du den einen Punkt jetzt auf den mit zwei Punkten? Ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen random. Gleichstand. Spontan würde ich sagen, das ist unentschieden, oder? Aber du könntest halt noch... Jo. Unentschieden ist quasi verloren, ne? So, jetzt mach nochmal. Das ist einfach unheimlich wichtig, dass wir da die hohen Karten setzen, die mit den vielen Punkten. Also, nochmal. Ich würde gar nicht austauschen jetzt. Wüsste jetzt nicht warum. Ja, okay. Nicht schlecht. So, jetzt. Genau, wir brauchen die mit einem Rang, aber hohen Punkten. Genau, setz doch jetzt einen mit hohen Punkten. Verstehe ich nicht. Warum? Egal. So, der Gegner ist dran. So. Boah, das ist auch eine krasse Karte. 4 Punkte, das ist erstmal eine Hausnummer. Die muss man erstmal schlagen. Jetzt ist der dran. Ich glaube, so ganz macht es noch keinen Sinn. Ich würde tendenziell wirklich die mit den hohen Werten ausspielen.
Aber das, nimm doch die mit den zwei, nimm doch die Zweier. Also die verlierst du, die Partie verlierst du safe. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Warum kann man da den Gegner da übermannen? Warum hat er dann zum Schluss... Das verstehe ich noch nicht. Warum man... Das habe ich nicht verstanden. Okay, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Warum kann man denn jetzt über den Spieler selber drüber gehen? Ja, wieder ein schöner Fall von nicht geschnallt, ne? Solange sich die Karte auf dem Spiel befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 2. So ein Jammer! Ich hab verloren! Aber die Partie ist doch zum Heulen schön gewesen! Zum Stressabbau gibt es halt nichts Besseres als eine Runde Blut der Königin. Ich dachte, eine Runde heulen. Was muss ich sehen? Okay. Du scheinst ja auch ordentlich unter Stress zu stehen. Ich kann es in deinem Gesicht genau erkennen. Lass alles raus. Das hilft wahre Wunder. Tränen bringen Glück. Chocobo Express, Parkis. Für Sie. Dann brauche ich nur noch eine Unterschrift. So, waren das nur die beiden oder haben wir noch mehr? Okay, die haben wir. Okay, hier gibt es einfach noch andere Stadtteile. Okay, wir sind jetzt hier nur in dem. Ist das wahr? Wo laufen wir jetzt nochmal hin? Ist wieder nicht aufgepasst. So, vielleicht gibt es hier noch einen dritten. Muss ja so sein. Wir gehen, glaube ich, zu dem hin. Macht die Karte nochmal auf. Woran erkennt man das jetzt, wo wir hin müssen? Noch 30 Meter, okay. Ziel. Müssen wir hier rein? Huch. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Eine Kiste. Oh, ein Stirnband. Ein Bandana. Stimmt richtig cool aus. So einen verwegenen Eindruck. Da oben, da steht doch jemand. Cloud, guten Morgen. Ja, ja. Was machst du hier? Ich hab dich gesucht. Ach so. Willst du ein Buch kaufen? Falls ja, hast du danach vielleicht Zeit? Wir könnten auf den Turm steigen. Klar, warum nicht? Drück drauf. Ich dachte schon. Klar, warum nicht? Wirklich? Toll. Also gut, ich besorge die Eintrittskarten. Wir treffen uns vor dem Turm. Na gut. Ah, kann doch nicht sein. König Kaktor ist schon vergriffen? Tag auch. Willkommen in der Zauberfibel. Wohl noch nie mit einem Kodex gearbeitet, was? Um sich das darin enthaltene nützliche Wissen anzueignen, bedarf es einer gewissen Grunderfahrung. Sie sehen allerdings aus, als wären Sie bereit dafür. Probieren wir es doch aus. Die Mitarbeiter der Buchhandlungskette Zauberfibel helfen dir über die ganze Welt verstreut beim Studium deiner Kodizes, über die du dein Wissen mehren und deine Fähigkeiten verbessern kannst. Jeder Charakter besitzt einen eigenen Kodex mit zahlreichen Wissensknoten, die mit WP-Waffenpunkten freigeschaltet werden können. An abgelegenen Orten hat die Zauberfibel freundlicherweise Automaten aufgestellt, an denen du dieselben Dienste in Anspruch nehmen kannst. Okay.
Schalte im Kodex eines Charakters Wissenskerne frei, um dessen Statuswerte zu erhöhen und neue Fähigkeiten, Synchro-Fertigkeiten oder Synchro-Aktionen zu erlernen. Okay, ja, dann mach mal Tutorial. Wir wählen Cloud aus. Und das ist Clouds Kodex. Die kreisförmigen Markierungen sind Wissenskerne, hinter denen sich neue Fertigkeiten, Synchro-Aktionen und Synchro-Fertigkeiten verbergen, die durch den Einsatz von Waffenfertigkeiten. Bewege den Cursor über einen Wissenskern, um weitere Informationen. Hier werden Informationen über den Wissenskern angezeigt, zum Beispiel Einzelheiten über die erlernbaren Fähigkeiten, Menge zum Freistempeln für Waffenpunkte, zum Beispiel Blütensturm. Synchro-Fertigkeit. Cloud leiht sich Kraft von Aerith und beide gemeinsam führen magische Fernangriffe aus. Treffer, Effekt, Limitstufe plus. Partner, Aerith, freigeschaltet. Beim Freischalten des Wissenskerns werden die benachbarten Wissenskerne ebenfalls zugänglich. Okay, das heißt, wir können jetzt hier nochmal... Du kannst freigeschaltete Wissenskerne jederzeit zurücksetzen und hältst dabei für die Freischaltung eingesetzten Waffenpunkte, WP, wieder zurück. Probiere verschiedene Fertigkeiten aus und finde eine Kombination, die zu deinem Spielstil passt. Okay, jetzt können wir das Tutorial nur noch beenden. Na also, der Anfang wäre gemacht. Aus den Kodizes kann man übrigens noch mehr rausholen, wenn man enger mit seinen Mitstreitern vertraut ist. Wenn ich wieder mal was für sie tun kann... Hört sich auch sehr falsch an, irgendwie. Weiß auch nicht. Begib dich zum Aussichtsturm, sobald du fertig bist. Und kann man hier noch was machen? Also ich hätte jetzt hier vielleicht nochmal mit dem geredet. Zauberfibel Krämerladen. Okay, da können wir vielleicht nochmal hin. Hier ist nochmal die... Ich glaube, da müssen wir einmal rundherum. Ja. Hier vielleicht? Nein. Noch einmal um die Kurve. Ich glaube, hier kommen wir fast schon wieder zu weit weg. Okay. Ah, da ist auch noch jemand. Warte mal, sie spielt Karten. Ach da, man sieht's auch. Was heißt denn die drei? Wie kommen wir zu da hin? Müssen wir hier alles... Upsi. Kommando Magie. Wie kannst du es wagen, meine Barriere zu zerstören und hier einzudringen? Was sagst du? Bist du auch hier, um Keims Mauer zu bestaunen? Oder bist du gekommen, um dich mit mir bei Blut der Königin zu messen? Mein Name lautet Zahira. Mein Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass ich ganz wie die Mauer von Keim stets die Stellung halte und niemals zurückweiche. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, wird es dir bei mir schlechter gehen. Überlege es dir daher gut, ob du gegen mich antreten willst. Kann man hier auch Karten verlieren? Bei einem Sieg steigt dein Rang. Okay, wir haben Rang 2 wahrscheinlich dann. Oder Rang 3 schon, weil wir zweimal gewonnen haben. Oder der Rang steigt nur manchmal. Karten im Besitz. Okay. Okay, welche Karten nehmen wir jetzt mit? Okay. Aber wäre es nicht besser, die Zweier mitzunehmen? Na gut. Oh, schriller. Okay. Ja, dann mal schauen, ob wir das beim ersten Mal gleich gewinnen. So, wir setzen. Den hat die auch. Okay. So, wir sind dran. Der ist gut. Der gibt 4 Punkte. Der kann aber auch nur irgendwo, wo schon... Genau, der kann eigentlich nur da oben oder ganz unten. Vielleicht doch einen anderen. Ich habe unten diese Symbole noch gar nicht so richtig im Blick, die Optik da. Okay. Ich
Speichern da drüben nur. Jetzt haben wir uns aber schon ganz schön eingeigelt. Haben wir noch einen Ja, Rang 1, viele Punkte. Ja, sehr gut. Wir haben keinen Rang 3. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir können die nicht setzen. Wir haben jetzt nur noch eine Karte. Dann machen wir die, ja. Aber wenn man die... Das war kein guter Zug. Ich glaube, die andere wäre besser gewesen. Können leider nicht. Geht nicht. Wieso kann man die da hinsetzen? Da stand doch Rang 3. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das waren noch 3 Männchen. Warum kann man da trotzdem einen mit Rang 2 draufsetzen? Egal, wir haben gewonnen. Na, Sahira, da staunst du. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fähigkeiten. Aber schaut mal, wie viele Kästchen die freischalten. Unmöglich. Wie konntest du meine unüberwindbare Verteidigung nur durchbrechen? Wer bist du? Da staunst du, Mädel. Das gab einen Erfolg. Dass Einmauern auf Dauer keinen Erfolg bringen würde. Doch, Mauer bietet gab einen Erfolg. Doch irgendwann muss man sie nun einmal überwinden. Oh, tiefgründig, tiefgründig. Also schön. Von heute an sollst du meine Mauer sein. Wie gelangweilt, wir gucken. Die ich überwinden werde. Bla, bla. Warte es nur ab. Er guckt so maßlos. Vielleicht kann man hier angeln. So, wir müssen zum Turm. Und da ist noch ein Laden, aber da kommen wir wahrscheinlich nur von der anderen Seite ran. So, nochmal kurz ins Wasser. Dann können wir hier die Treppe hoch. Natürlich auch nice, wenn das jetzt wirklich so funktionieren würde, oder? Mal eben durch so einen Brunnen geschwommen und auf der anderen Seite wieder hoch. Mache ich so zweimal am Tag auf dem Weg, wenn ich eine Milch hole beim Milchbauern. Okay. Wir sind jetzt hier unten wieder. Hier waren wir schon mal. Die Kiste ist weg. Nee, war nicht so gut. Mal gucken, wie wir jetzt wieder da rüberkommen. Was machen die Geschäfte? Das Hotel, das ich meinem Sohn überlassen habe. Gehen wir jetzt gleich zu Aerith oder wollen wir noch was anderes machen zwischendurch? Warte die da unendlich lange? Auch eine komische Art, sich zu verabreden. Aber hier gibt es Geschäfte. Wir laufen mal gekonnt vorbei. Ach, da sind wir jetzt bei dem Geschäft. Krämerladen, genau. Wir gehen wieder zurück und gehen mal dahin. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. So, hier kann man diverse Sachen kaufen. Materia kann man kaufen. Und hier sind Karten. Also ich glaube, ich würde die schon kaufen. Ich würde die Karten kaufen. Safe würde ich die kaufen. Wozu hat man die Kohle? Für Waffen? Hm. Na, wir zaudern noch, wollen unser Geld nicht ausgeben, sind geizig. Also, ich hätte die gekauft. Mein Sohn arbeitet in Midgard. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Oh nein. Ja, hoffen wir mal, dass er nicht auf Sektor 7 war. Also, wir erklimmen wieder die Mauer. Und streben mal Aerys an. Voll schön. So schön. Würde ich auch gerne mal entdecken. Gibt es reiche Leute, die solche Städte nachbauen?
Vielleicht sind die gerade in the making. Man erfährt es halt nicht unbedingt. Muss eine ganz schöne Prominenz sein, die er da erwartet, mit so einem Riesenstrauß. Rostiger Pfeil. Nur noch mal kurz reingeguckt. Sieht auch komisch aus auf der Minimap. Ist wie zwei Beine. Hier ist echt mega was Cloud, los, ne? Hier bin ich! Aussichtsturm. Na dann, los geht's. Der Aussichtsturm, aber hier hat doch niemand unsere Karten kontrolliert. Schon auch ein verschwenderisches Bauwerk. Okay. Midgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich cool. glaube, ja. Kann man sehen? Ist das Midgar? Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Mhm. Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Was geht jetzt hier ab? So ein Scheiß. Okay. Leute so gechillt. Ich vermute mal, es ist Sonntagnachmittag. Meinst du, die suchen uns? Wahrscheinlich. Dieser Typ wird immer unheimlicher. Folgt mir. Flucht aus der Stadt. Broden's Hilfe. Niemand hier!
Wir gehen. Wo stecken die nur? Hey, sieh da! Irgendwas Verdächtiges bemerkt? Was machen die Leute hier alle so? Jeder ist mit irgendwas beschäftigt. Ich gucke mir hier den Baum an. Ich gucke mir hier die Pflanze an. Ich stehe hier auf der Brücke und gucke einfach mal so. Keine Angst, ich halte dicht. Kenn jemanden aus der Hauptgruppe. Gehörst du auch zu Avalanche? So was Ähnliches. Was Ähnliches als Avalanche. Wartet. Ich lenke die Gardisten ab. Währenddessen könnt ihr oben über die Träger klettern. Welche Träger? Okay, die Träger. Na dann. Ist auch komplett unauffällig. Ist irgendwas vorgefallen? Wir suchen nach Flüchtigen. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Also, nein, das können Sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut. Begeben Sie sich nach Hause. Warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also... Sie stören die Fahndung. Verschwinden Sie! Kommt Aerith auch mit? Dreh ich mal um. Ist die noch da? Oder ist die vor uns? Nee, die muss hinter uns sein. Aber wie praktisch, dass diese Dinger genau bis zur Herberge führen, ne? Sie dürfen uns nicht entwischen. Wie unauffällig willst du sein? All der Schatten da. Seht ihr diesen Schatten? Das lief doch gut. Ist nicht mehr weit. Und wo ist Tifa? Ey, dreh dich doch mal um. Wo ist sie? Da. Jetzt haben wir sie natürlich auch komplett verpasst. Aber sie ist da. Immerhin, sie ist da. Der will nicht nochmal mit uns reden, dann jetzt mal hier rein. Sind die anderen wirklich hier? Das ist doch safe eine Falle. Und die anderen? Jetzt kommt's. Die warten unten. Die warten unten? Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Oh Gott, ist der gruselig. Kalm. Gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet? Geht zu ihm. Und hier. Nehmt das. Pokédex. Was ist das? Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Okay. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Was ist das für ein Typ? Jetzt geh da rein. Diese Übersynthese im Hauptmenü kannst du aus verschiedenen Materialien neue Gegenstände herstellen. Die benötigten Materialien sind in Formeln verzeichnet, die auf Synthese-Chips gespeichert werden. Je mehr Gegenstände du synthetisierst, desto höher steigt dein Geschicklichkeitsbonus und desto komplexere Formeln kannst du synthetisieren. Heiltrank und Gegengift. Okay. Dann ab ins Tutorial. Mit Hilfe des Synthesemoduls kannst du mittels Synthese Gegenstände und Rüstungen anfertigen. Versuche dich im Synthesemodul an Broden, von Broden an der Herstellung von Sachen. Okay, dann Synthese auswählen. Stimmt, am Anfang war Ausrüstung Materia ganz oben. Hier siehst du eine Übersicht über Gegenstände, die du momentan anfertigen kannst. Diese Liste kannst du erweitern, indem du eine höhere Synthesestufe erlangst oder Synthesechips ausfindig machst. Wir können Heiltrank,
Besitz 5. Okay, Salbei. Ach, haben wir sogar. Ich glaube, das haben wir von ihm schon gekriegt, oder? Segen des Planeten 3. Können wir gleich unsere ganzen Materialien gleich mal verprassen. Ich sehe schon, kommen. Wir sind die ganze Zeit nur am Kräutern. Okay, ja, dann mach mal. Schau nach, welche, in welchen Umfang und hin und her. So, hier werden deine momentanen Synthesestufe und deine Erfahrungspunkte angezeigt. Das erstmalige Herstellen eines Gegenstands gewährt Erfahrungspunkte und erhöht deine Synthesestufe. Versuche dich also an vielen neuen Gegenständen. Okay. Also alles immer nur einmal. Wir kommen nun zur Herstellung eines Heiltranks. Wähle den Heiltrank aus und halte X gedrückt. Wow. Für diesen Gegenstand sinkt ab der zweiten Synthese der Materialverbrauch. Ah, okay. Wie du siehst, kannst du deine Vorräte nicht nur im Laden aufstocken, sondern auch selbst herstellen. Die dafür benötigten Materialien findest du auf deinen Streifzügen durch die Wildnis, in Kisten oder in Kämpfen. Manche seltene Gegenstände können nur mittels Synthese hergestellt werden. Okay. Wir haben es eilig. Lass uns erst noch mal ein paar Heiltränke brauen. Der Geheimgang. Was ist das jetzt mit Broden? Und warum fängt er plötzlich an zu husten und ist offensichtlich krank und wirkt eh schon die ganze Zeit wie irgend so ein Vampir? Aber immerhin hat nicht gelogen. Die anderen sind hier. Mein Glück, du bist unverletzt. Entschuldigung! Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Zwei Kerle, zwei Frauen. Drei Kerle, wenn man die Katze mitzählt. Gut, dann los. Papa hat gesprochen. Und wir rennen natürlich erstmal in die andere Richtung. Nee, hier ist nichts. Okay. Oder doch? Nee. Ach, hier können wir uns plötzlich umgucken, ja? Und auch hier gilt, schaut gerne mal auf Insta vorbei. Vielleicht findet er uns. Von hier. Zeit für ein Räumkommando. Okay. Da ist eine Kiste. Da gehen wir erstmal hin, geradeaus. Geradeaus, Kiste. Moment, hast du die Kiste nicht gesehen? Oh, ey, da krieg ich schon wieder Plack. Wie blind möchtest du sein? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt kommt's auf an. War das eine Falle? Haben sie uns jetzt direkt zu Soldaten gebracht? Also Aeris mag es. Oh Mann, das ist wirklich beeindruckend. Graslandregion. Der Planet lebt ja wirklich. Krass. Willkommen in der offenen Welt. Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Und wunderschön. Wie das cool. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. Eins, okay. Zwei, eins, zwei, eins, zwei. Nach Kalm. Kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. An der Stelle würde ich mich aber auch ein bisschen bedeckt halten, oder? Braucht doch nur einer mal zufällig hier in die Richtung gucken.
Schaden? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute. Na, wer geht denn jetzt vor? Ich dachte, wir gehen vor. Gruppenmitglieder auswählen. Wer am Kampfgeschehen teilnehmen soll, kannst du über den Kampfeinstellungen im Hauptmenü bestimmen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 3 unterschiedliche Gruppenkonstellationen aufzustellen, zwischen denen du außerhalb von den Kämpfen unterscheiden auswählen kannst. Auf der Karte, die sich mit M öffnen lässt, werden Ziele, die auf Geschichte relevant sind, automatisch markiert, mit M Möglichkeit, Zielmarkierung manuell zu setzen. Aktuell ist die Farm vom Broden, die erzählt hat, unser Ziel. Dann auf nach Broden. Bis dann. Auf zur Farm, meine ich. Ciao.